Servus meine Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute erkläre ich euch, wie man so ein geiles Mod-Menü haben kann. Zum Beispiel kann man damit Tiere spawnen, Charakter spawnen. Ihr könnt einfach alles machen mit diesem geilen Mod-Menü. Es macht mega viel Spaß. Wenn ihr noch mehr Mods und alles sehen möchtet, abonniert diesen Channel und liked das Video. Richtig krass, ich zeige euch alle Mods. Ihr müsst mich aber nur anschreiben auf der Facebook-Seite oder auf YouTube. Ich zeige euch echt jeden Mods, den ich selbst auch richtig geil finde. Okay, wie installiere ich das? Ganz einfach, ihr geht jetzt in die Videobeschreibung, zieht einfach alles mal auf den Desktop, geht jetzt auf Datenträger, Programme, Rockstar Games, dann auf GTA 5 öffnen und einfach alles reinschmeißen, fertig. So, seid ihr im Spiel wieder drin, einfach die F4 öffnen, die Nummer 5 tut es auch öffnen, das heißt das Menü öffnen, ups, falscher Knopf. Mit die Nummer 8 nach oben, 2 nach unten, die Nummer 4 nach links, 6 nach rechts. Und mit der Nummer 0 geht ihr zurück wieder. Ganz einfach zu merken. So, wie gesagt, ganz oben sind die ganzen Charakter, was ihr haben möchtet. Zum Beispiel, ja, Fische würde ich jetzt lieber nicht machen, weil die stürmen hier gleich. Weil Fische schwimmen ja im Meer und nicht auf den Strand. Ja, also Leute. So, wir haben zum Beispiel hier meinen Lieblingshund. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Oh. Dann zum Beispiel hier Alien. Gibt es denn auch komplett? Eigentlich ja. Hier zum Beispiel. Das können zum Beispiel Leute schlagen. Können wir mal hier schlagen? Yeah. Die Alien greifen an. Jetzt kommen die Alien und zerschmettern euch. Yeah! Was? Aber nein! Ich hab Hunger auf Fleisch! Oh nein, ich hab Bullen! Verdammt! Lauft ihr Bitches! Ja, und so weiter. Mit die 2 nach unten geht ihr auf die Nummer 4. Und die Nummer 8 geht ihr nach hinten zurück wieder einfach. So, wie gesagt, es gibt Haufen Sachen. Hier. Oh. Scheiße! Wie geil ist das denn? Ja, was ich auf jeden Fall geil finde, ist, wie gesagt, mein Schimpanse. Man sieht, die Füße sind noch nicht richtig bearbeitet, aber richtig nice. So, oh, ich habe hier gleich Bullen hier. Jetzt gehen wir mal hier meinen Lieblingscharakter. Das ist die Nummer 69. Und zwar hier, mein Lieblingscharakter. Ich finde den so nice. Der ist richtig geil gemacht. Ich zeige euch gleich noch mehr. Ich muss mal kurz die Polizisten loswerden. Tschüss. So. Jetzt haben wir uns mal weggebeamt. Dann ist wohl weggebeamt. Okay, was war da noch? Fixplayer. Ich weiß nicht, was Fixplayer ist. Ah, genau. Wenn der Leben. Wenn ihr kein Leben mehr habt, könnt ihr euch wieder fixen. Cash, wenn ihr Geld braucht. Polizisten cheaten, das heißt ihr habt 5 Sterne, hier könnt ihr Polizisten Sterne wieder wegmachen, hier könnt ihr Polizisten komplett wegmachen, die nie wieder kommen, Super Jump, das heißt einfach, ja, auf jeden Fall richtig geil. Dann, was gibt's denn noch hier drin? Okay, das war's eigentlich, machen wir es wieder aus. Das nächste sind die Waffen hier. Könnt ihr komplett alle Waffen haben. Das heißt, ihr habt jetzt alle Waffen. Volle Munition. Richtig nice. Hier könnt ihr zum Beispiel die wieder nachladen. Unendlich Munition. Explosiv, Ammo und so weiter. Das heißt, wenn ich jetzt mit meiner Waffe schieße. Nehmen wir mal besser eine andere Waffe. Hier, die AK. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Dann geht's weiter zu den Fahrzeugen. Ihr könnt zum Beispiel alle Autos spawnen lassen, die ihr haben möchtet. Das heißt, es gibt gemoddene Fahrzeuge, es gibt einfach alles hier drin. Und das ist gerade das Geile hier drin. Ich liebe gerade so, was man in Fahrzeuge spawnen lassen kann. Muss man die scheiß Fahrzeuge nicht jedes Mal suchen, ne? Und man sieht, ich kann echt hier alles spawnen lassen. Das Geilste ist ja auch, den Helikopter könnt ihr zum Beispiel eine andere Farbe machen, ne? Steig mal ein, mein Freund. Das sieht bestimmt auch voll lustig aus jetzt. Geil. Ja, wie gesagt, ihr könnt zum Beispiel jetzt hier die Farben ändern, indem
Hier. Alter, besser geht's nicht. Finde ich schon extrem richtig geil gemacht. Okay. So. Dann geht's mal weiter. Danke, mein Freund. Jetzt kommen wir mal ein bisschen weiter weg. So. Was gibt's denn noch so Schönes? Schick, schick. Sieht auch nicht schlecht aus. Hier hat es zum Beispiel ein gemordenes Fahrzeug. Könnt ihr auch zum Beispiel auch die Farbe wieder ändern. Und fix bedeutet, wenn das Fahrzeug kaputt ist, könnt ihr es wieder ganz machen. Das heißt, mein Fahrzeug müsste eigentlich jetzt ein bisschen kaputt sein. Und jetzt ist es wieder ganz. Speed. Ich weiß noch nicht, wie es geht. Ich kenne den Speed. Das ist, wenn ihr dann schnell fährt, glaube ich, dann fliegt das auch wie bei Harry Potter rum. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Deswegen ist es scheiße. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, wie es geht. Machen wir es wieder aus. Gehen wir zurück. Time, können wir zum Beispiel Uhrzeit nach vorne stellen, nach hinten stellen wieder. Hier können wir beispielsweise hell machen. Ne? Ah, meine Augen! Ah, meine Augen! Hier Wetter. Wie gesagt, das ist richtig geil gemacht. Hier, das ist richtig nice. Das habe ich Abi im falschen Wetter drin. Es wird so dunkel gerade. Nebel und jetzt. Nee. Ja, wie gesagt. Okay. Wir können ja Radar wegmachen. Ein großer war das auch schon von mir. Wie gesagt, es ist richtig easy easy eigentlich und macht mega Fun. Wenn ihr zum Beispiel Langeweile habt in GTA 5, könnt ihr ein bisschen rumordnen. Das war's, meine Freunde. Wie gesagt, mich würde es mega freuen. Abonniert diesen Channel, wenn ihr noch mehr sehen möchtet. Und liked das Video für mich richtig krass. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, meine Freunde. Peace out. Ciao.